We are here for the talk Wheel of Fortune, analyzing embedded OS number generators with Jos Wetzels and Ali Abbasi. Short introduction, they're both researchers. They work with distributed and embedded systems groups at the University of Twente. Jos Wetzels is hardening systems and a hands-on teacher for offensive security. Ali Abbasi comes as a So, willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag Hardware. Wheel of Fortune. Wir sind unten Nabla und wir sind froh um Feedback auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Die Sprecher wurden gerade introduced und es geht auch sofort los. Okay. Thanks. All right. Welcome okay. Everybody to our talk. Willkommen alle. Analyzing embedded OS random number generators. Wir gucken uns embedded OS Random Number Generators an. Ich bin Jos Wetzel und ich bin ein Forscher für Embedded System Security. Ich bin Ali Abbasi, a PhD-Student at Distributed and Embedded System Security Group at University of Twente and visiting researcher at Chair of System Security of Bochum University, Bochum in Germany. So, we start with the introduction. Okay, wir fangen jetzt mit dem Intro an. Und wir gucken uns ein paar Embedded Herausforderungen an für generelle und spezifisch für OS Random Number Generatoren. Und wir gucken uns die Auswirkungen von diesen Dingen auf die OS Systeme an. Ja, und jetzt fangen wir mal an. First of all, embedded systems are actually embedded Systeme sind überall, von Consumer Electronic bis hin zu medizinischen Devices, kritischer Infrastruktur, militärischem Einsatzmaterial. Neben dem gibt es eine Strömung, diese Systeme zu verbinden. Normalerweise waren diese Systeme nicht dazu gedacht, verbunden zu werden. Und das Verbinden kann sehr viele Probleme bereiten. You can see there are already problems. For example, millions of embedded devices use the same hard-coded SSH. Ja, viele Devices. Die Probleme sind unter anderem, dass viele Devices SSH und TLS Keys benutzen, die fest einprogrammiert sind. Und Well, what is randomness? Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, erstmal, was Zufall ist. Ich mache jetzt keinen philosophischen Talk zu Zufall, aber generell geht es halt darum, dass wir nicht vorhersagen können, was als nächstes drankommt. Und die andere Seite davon ist Entropie. Und es ist im Endeffekt eine Menge oder ein Maß für Zufall oder für Information. Und hohe Entropie ist hohe Zufall. Random numbers are actually a fundamental part of other security ecosystems we have. So, for example, if you use zufällige Zahlen sind ein integraler Bestandteil von kryptografischen Systemen. Und es werden verwendet für Keys, Nonce und andere Dinge. Stack smashing protections. So, randomness is actually critical for other underlying system which deshalb ist Zufall grundlegend für viele grundlegende Systeme, auf denen dann Systeme und Services aufbauen. Und grundsätzlich Hardware-Randomness kann durch radioaktiven Zerfall erzeugt werden oder durch Noise. Und das ist dann True Entropy Source Randomness.
Und, aber es gibt halt einen Nachteil für diese Devices, das ist meistens, dass sie ziemlich teuer sind und es ist, gibt halt Schwierigkeiten, auch das zu portieren auf andere Architekturen. Und da man diese teure Hardware nicht verwenden kann, benutzt man pseudo-zufällige Zufallszahlengeneratoren. Und dann, die erzeugen im Endeffekt eine zufällig aussehende Folge an Bits, aber nicht alle diese Systeme werden dafür verwendet, sicherheitsrelevante Zufallszahlen zu generieren. Aber manche benutzen diese nicht dafür gemachten Algorithmen trotzdem dazu. Secure random number generators. Und deshalb haben wir eine besondere Klasse von sicheren random number generators, also pseudo random number generators. And they must have forward security, und which means diese müssen forward security, internal state of the system is compromised. Still, das heißt, the past outputs must still appear random. Auch wenn das System kompromittiert ist, muss es ein zufälliges zufällige Zahlen ausgeben können, die nicht vorherbereitbar ist. Und es gibt auch backward security und das ist entropy. Das. Ja. So, because of that. Okay. Wegen all diesen Faktoren ist es nicht einfach, Random Number Generators zu bauen. Dafür gibt es verschiedene Standards. Und es gibt Standards. Dieser Standard benutzt eine Art von Seed Entropy, um pseudo-zufällige Zahlen zu generieren. Und es kommt dann schwer darauf an, wie gut diese Source von Entropie dann ist. Andere Menschen haben sich da ebenfalls über Gedanken gemacht und haben was anderes gebaut. Und es gibt dann Fortuna und das ist ebenfalls in vielen Betriebssystemen implementiert worden. A chicken and egg problem, because, und das generelle Problem ist so ein Chicken and Egg Problem. Kind of sort of und um wahre Randomness zu erzeugen, brauche ich halt Randomness, aber um diese Randomness zu erzeugen, brauche ich halt wieder so eine. Such as, und deshalb like, if we consider ein Chicken and Egg Problem. Like radioactive decay, shot noises, or non-quantum randomness, die, such as das Ideale dafür sind halt physikalische Phänomene, also radioaktiver Zerfall, Shot Noise und andere physikalische Einflüsse der Umwelt. Aber die sind nicht immer nutzbar. Und praktischerweise nimmt man halt unvorhersehbare System-Events und das sind so User-Inputs und Einflüsse aus der Umwelt, die halt von dem Computer aufgenommen werden. Or like secure randomness should be provided as a system service, und because it's hard and weil das eben so wichtig ist, muss sicherer Randomness dafür als grundlegender Bestandteil eines Systems zur Verfügung gestellt werden. Such secure randomness as a system service, for example, do you have dev you random in a Unix-like system or cryptgen random API on Windows? Und es wird auch implementiert. Wir haben eine CryptoGen Random API on Windows und wir haben Dev URandom Device in Unix UIDEN System und basierend auf OpenSSL bauen auf diesem Dienst viele systemrelevante Services auf. Wir haben uns angeschaut, was für einen Hintergrund diese Zufallszahlengenerator haben. Und jetzt schauen wir uns die Herausforderungen an. Normalerweise benutzt man einfach DevU-Random und verwendet das, aber in der Embedded World ist das leider nicht so schwierig, nicht so einfach, weil diese Embedded-Zufallsgeneratoren oft nicht wirklich zufällig sind oder nicht sicher. To particular implementation difficulties.
Als erstes ist das Problem, dass es in der Embedded World sehr, sehr viele verschiedene Operating Systems gibt. Im normalen Computer gibt es halt nur OS X, BSD, Linux und Windows. Aber in dieser Embedded World gibt es ganz, ganz viele verschiedene Systeme, die alle verschiedene Capabilities haben. Also ist es schwierig, einen standardisierten Zufallsgenerator zu designen, der für alle diese verschiedenen Systeme passt. Ein ähnliches Problem ist in der Hardware, wo in der Embedded World auch sehr viele verschiedene Mikrocontroller eingesetzt werden. If you design a random number generator based on the assumption that you have some source of hardware random number generator or physical also wenn man davon ausgeht, dass es irgendwie eine physische oder Hardware Zufallsgenerator gibt, dann kann man das eben nicht einsetzen in Chips, die das nicht haben. Und natürlich sind Embedded Devices meistens auch so designt, dass sie möglichst klein sind und möglichst wenig Ressourcen verwenden. Das sorgt dafür, dass zum Beispiel der Prozessor relativ langsam ist. Das heißt, die Kryptologie kann nicht sehr komplex sein. Man kann nicht sehr viel Batterie brauchen. Und oft gibt es auch Limitationen beim Speicher. Also man braucht einen relativ kleinen Entropie-Pool. And of course, there's the issue of the embedded world just generally being very boring. Auch das Umfeld von der Embedded World ist relativ langweilig, da die Embedded World oft nur mit anderen Techniken oder mit anderen technischen Dingen ist es sehr deterministisch. Das heißt, es ist schwierig, Entropy-Quellen zu finden, weil es zum Beispiel keine Peripheren gibt, es gibt keine Benutzer, es gibt keine Hardware Random Number Generators. Und diese Bedingungen sind meistens am schlimmsten während des Bootens, weil es am Anfang wirklich sehr, sehr deterministisch ist. Es gibt eine feste Boot-Sequenz. Und das funktioniert dann. Das heißt, aber bestimmte Interfaces sorgen dafür, dass man eine Nummer bekommt oder dass man zufällige Zahlen bekommen kann, auch wenn es eigentlich nicht genug Zufall gibt. A system with general low entropy conditions and an initial state. Das Problem ist also, dass man ein System mit wenig Entropie hat und gleichzeitig am Anfang schon Zufallszahlen generiert, die aber nicht wirklich zufällig sind. Eine relativ neue Lösung dafür ist, mit einem Seed-File zu arbeiten. Das heißt, man nimmt einen Zufallszahlengenerator, der in ein sogenanntes Seed-File schreibt und eine wirklich zufällige oder pseudo-zufällige Sequenz schreibt. Aber das löst halt immer noch nicht dieses Problem beim Booten. Manche Möglichkeiten, darum herumzugehen, ist zum Beispiel, ein Seed-File in der Firmware zu haben. Aber das Problem ist, es ist schwierig, das unvorhersehbar zu machen. Oder man könnte natürlich auch personalisierte Daten verwenden, also die MAC-Adresse oder eben die serielle Nummer, aber das ist natürlich auch schwierig. Oder man kann auch so etwas weniger gute Quellen für Entropie nehmen, zum Beispiel Uhren oder so, aber das ist auch schwierig. Jetzt, wo wir wissen, warum es so schwierig ist, dass Embedded Operating Systems wirklich Zufallsgeneratoren haben, werden wir jetzt ein paar Fallstudien vorstellen. Various embedded systems and how they get this wrong.
Also hauptsächlich werden wir darüber sprechen, wie jetzt Embedded Systems das umsetzen und wie sie es nicht hinkriegen. Zum Beispiel QNX, das ist ein Unix-like Operating System, das ursprünglich mal auf den Blackberries war. Es ist das System, das unter BlackBerry OS liegt, das auch in Autos, in Routern, sogar in nuklearen Anlagen ist. Es hat eine DevU-Random-Implementation, die ein bisschen angepasst ist. Die ist non-blocking und die ist im User-Space implementiert. An interesting thing to note is that the random number generator is always started after boot. Das ist gestartet wird das nach dem Boot. Wir haben das mal reverse-engineert und haben herausgefunden, dass es auf Yarrow basiert, aber auf einer alten Implementation von Yarrow, nicht auf der Referenzversion von Yarrow. Also es hat nur einen Pool von Entropie und der Output dieses Generators wird nicht irgendwie verändert. Das heißt, er ist direkt vom internen Status gezogen. Und zusätzlich divergiert dieses System, das Sie verwendet haben, auch noch von diesem schon schlechten alten Zufallsgenerator Yarrow. Hier sieht man ein Design-Diagramm. Wir haben dann mal die Qualität des Outputs getestet mit dem Die-Harder und der NIST Statistical Test Suite. Es hat beide dieser Test Suites bestanden, aber das sagt uns halt nur was über den Output und nicht über die Source, also nicht über die Quelle der Entropie. Nachdem wir das reverse engineered haben bei der Boot-Time-Entropie, haben wir herausgefunden, dass die Entropie-Sources System-Time, Clock-Cycles, Proc-PIDs und Dev-Names sind und dass daraus dann eine Hash-Funktion berechnet wird, die verwendet wird, um Yarrow zu initialisieren. Weil das für uns ein bisschen komisch klang, haben wir mal geguckt, wie die Boot-Time-Entropie wohl aussieht, also was die Qualität dieser Boot-Time-Entropie ist. Wir haben uns gedacht, dass wenn diese Entropie sehr in eine Richtung geht, dass es dann sehr einfach wäre für einen Attacker, da reinzugehen und den Internal State zu replizieren. Wir haben 50 Boot-Runs gesammelt und die Rohdaten gesammelt. Die Min-Entropie ist 0,0276, das ist halt viel, viel weniger als das 1-Bit auf Min-Entropie pro 8-Bit Rohdaten, das man haben möchte. Und hier sieht man eine Visualisierung davon. Wir haben auch die Cross-Boot-Entropie evaluiert, also wie sieht es aus zwischen den einzelnen Boot-Runs. Und wir haben herausgefunden, dass es auch zwischen den einzelnen Boots sehr, sehr ähnlich war. Also man sieht, es ist sehr konsistent und sehr vorhersehbar, was man natürlich nicht möchte zwischen diesen 50 Bootruns, die wir ausprobiert haben. Also es war bestimmte Dinge, die eben immer wieder gleich kommen. Also es gibt die gleiche Anzahl von Prozessen jedes Mal, die gleichen Namen und die einzige wirkliche Zufälligkeit kommt halt von Zeiten, aber natürlich ist Zeit auch nicht zufällig. Hier sieht man die reverse-engineerte Runtime-Entropy-Sammlung. You have system information, which is basically process IDs, thread IDs, flags, all these kind of process variables, which are fed into the through SHA-1 into the Yarrow input function.
And in the bottom left you have your interrupt timing source. In the bottom right there is an undocumented function which is a callback. Am unteren Ende haben wir interrupt timing sources, die jetzt alle in den Yarrow feeden. Und das kommt jetzt. So some thoughts on this runtime entropy. Also einige Gedanken an diese runtime entropy. Wir haben da ein paar Probleme, weil wir viel statische Informationen haben. Wir haben die Flags, die Prioritäten, der Stack wird wahrscheinlich nicht zwischen Bootzyklen variieren. Und deshalb haben wir sehr vorhersehbare Systeme. Und die einzige tatsächliche Randomness ist Time- oder Program-State-basierte Randomness. Und die andere Form von Entropie ist Interrupt Timing, aber das gibt die Verantwortung für gute Entropie an den Entwickler ab, der entscheiden muss, von welchen Interrupts er die Entropie zieht. Und QNX benutzt, hat keine Reseed-Control, das heißt, es ist zwar implementiert, aber es wird halt häufig nicht benutzt. Und alle diese Faktoren machen das sehr gefährlich. In der neuesten Version, in QNX 6.6, gibt es zwei Funktionen, die jetzt dass wir eine Reseeding-Funktion haben, die ja auch gerufen werden und das und Entry Put zurückfeeden. Und die werden init und werden wir in Init und Output aufgerufen. Glücklicherweise konnten wir ein paar von diesen Problemen nach an BlackBerry weitergeben und die haben eine neue Fortuna-based Pseudo-Random Number Generator erzeugt und der soll jetzt Yarrow nachfolgen. Und es gibt Patches für QNX 6.6, die im Januar veröffentlicht werden. Das nächste Betriebssystem, was wir untersucht haben, dürfen wir nicht weitergeben. Und das ist ein POSIX-compliant RTOS Operating System, was in der ISS verwendet wird, in vielen Militärtechniken verwendet wird. Und es benutzt ein Random Number Generator unter dev urandom und es gibt da zwei Funktionen, urandom read und der füllt ein Buffer und ein write und es feedet diesen Output zurück in den Entropy Pool, also ist das auch wieder sehr vorhersehbar. Und die unterliegende Funktion zeigt, dass es eine BSD-Random Number Generator ist, der Custom Constant hat und es wird halt in der Anleitung davon abgeraten, dass das für sicherheitsrelevante Sachen benutzt wird. Because the dev u random device is role writable, which means that anyone on the system can force a PRNG receipt. Außerdem ist der View Random World Writable, also jeder Prozess kann in den PNG receiven und damit kann jetzt ein beliebiges Programm den PNG receiven und damit ist jeder Output von diesem Random Number Generator vorhersehbar. Aber auch wenn das nicht genug ist, haben wir einen bekannten Seed-Attack festgestellt. Wenn man das sich anguckt, gibt es einen einzigen 32-Bit-Wert, der jetzt in jedem dieser Betriebssysteme implementiert ist, das heißt, in allen Systemen gibt es praktisch keine Entropie. Also ein Angreifer, der diesen PNG-Seed kennt, kann jetzt, weil die Ausgaben deterministisch sind, kann er alle weiteren Zahlen vorher berechnen. Und diese Funktion ziehen jetzt aus dem gleichen Output von davor, das heißt, alles ist weiterhin deterministisch. Das heißt,
Der Target wird jetzt analysiert, die Funktion wird extrahiert und sobald der State gematcht ist, werden alle Keys mit den vom Angreifer replizierten Keys mit übereinstimmen, solange er den Systemzustand einmal kennt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir mal nicht 4 GB vor unserer Generation unserer Schlüssel erzeugt wird und deshalb ist es halt immer noch durch Brute Force einfach machbar. Wir haben uns jetzt, hier ist ein Screenshot und das ist jetzt unser Angriff und wir haben damit gezeigt, dass es machbar ist. Wir haben es ja hingekriegt. And the funny thing is that I don't think even they are going to patch it. Und das Schlimme daran ist, ich glaube noch nicht mal, dass sie es patchen werden. The last case study is VxWorks 6.9. Die last case study ist VxWorks 6.9. Und das ist Initial Release ist in 1987. Und ganz viele Hightech-Equipment nutzt eben dieses RTOS als Grundlage. Und VxWorks gibt keinen Cypher Secure Pseudo Random Number Generator. Das hat voraussehbare Konsequenzen. Das heißt, man kann nachgucken im Internet, im Internet halt Kommentare dazu gekriegt haben, dass sie im Endeffekt ihr System bereits unsicher ist. Wie wir auch am Anfang gesagt haben, dass das System einfach nicht sicher ist und das aber auch nicht für sicherheitsrelevante Zwecke benutzt werden sollte. Wenn man nun denkt, dass dieses System wenn man jetzt denkt, dass es in anderen OS besser ist, dann ist man falsch, weil auch diese alle keine Secure Random Number Generator providen. Und man erwartet, dass sie irgendwas bereitstellen, aber das tun sie eben nicht. Und was sollen wir jetzt mitnehmen? Die Embedded-Welt ist sehr harsh und es gibt viele Constraints, die man mit einbeziehen muss in das Design und das limitiert die Source von Entropy ganz eindeutig. Die Verantwortung nicht auf die Developers ablegen, weil sie werden das nicht hinkriegen. Und wir brauchen mehr Nachforschung, wir brauchen mehr Scrutiny, wir müssen uns mehr herannehmen, wir müssen uns halt damit intensiver beschäftigen, damit wir die alle oder hoffentlich alle dann mit der General Purpose World auf eine Ebene bringen. Wenn wir jetzt noch Fragen haben, können wir die jetzt stellen und wir bedanken uns für den Talk. Okay. Thanks a lot first. For questions and answers, please use the microphones. Just line up behind the microphones and I'll pick you for your questions. Okay, Fragen aus dem Publikum? I'll start with you. Yeah, so this is not a question. This is a nice story that might be replicated. Only questions at the moment would be really friendly. No, this is about randomness. Okay, es geht jetzt um eine lustige Geschichte, die ich gehört habe. Ich habe mit einem HP-Ingenieur gesprochen, der mir eine bestimmte Geschichte erzählt hat.
da sie so viel Bandbreite im Internet hatten, was passiert, wenn wir einen zufälligen Bitstream nach Dev Zero in einem anderen Land schicken. 2 Wochen später ist einfach ein Sicherheitsdienst an ihre Tür gegangen und hat Is radio geguckt. Noise from a software-defined radio a good source of entropy for a random number generator? Eine Frage aus dem Internet. Ist Radio, also ist die, das Rauschen beim Radio, dass man von einem Software-Defined Radio-Chip bekommt, eine gute Quelle für Entropie? Die Antwort, es kommt auf das Modell des Attackers, des Threats an. Wenn der Attacker möglicherweise das Modell des Radio-Chips kontrollieren kann, well, it's not. Dann ist es really das nicht. Wenn man eine spezielle Frequenz kontrollieren kann, ist es nicht schwierig. Es ist keine gute Idee. Frage. In einer der Folien wurde Early Boot Low Entropy Attacks genannt. Habt ihr Best Practice Empfehlungen? Weil on Linux haben sie random blocks, also zufällige Blocks. On BSD gibt es keine Blocks, aber OpenBSD seedet es im Bootloader Stage. Sollen jetzt Application Entwickler alle Operating Systems wissen? I only provide randomness, das Problem mit, der, when I have sufficient entropy mit dem Blocken in the pool, ist, sure is, wenn man sagt, ich habe nur, ich gebe nur Zufälligkeit, wenn ich genug Entropie habe, ist das in der Embedded-Welt sehr, sehr schwierig. Wenn man jetzt sagt, man braucht unbedingt Zufälligkeit während des Boots, dann dauert es sehr, sehr lange, wenn man normalerweise nicht genug Entropie im Boot hat. 2013 wurde ein Paper veröffentlicht in Security and Privacy. Und da waren ein paar ganz gute Empfehlungen für die Embedded World, hauptsächlich in der Form von Seed Files. Also es ist immer noch ein offenes Problem, da jetzt wirklich was Gutes zu designen. Second microphone back there, please. Thank you. You mentioned Frage. The NDA you have with the vendor. Du hast den, what is the nature of your relationship non-disclosure with the vendor? Agreement with an NDA with them? And mit einem Verkäufer erwähnt. Was für eine Beziehung mit, habt ihr mit diesem Softwarehersteller? Und wie kam es dazu, dass ihr ein non-disclosure agreement habt? One year for us to Als Antwort, ich kann euch sagen, es hat ein Jahr gedauert, bis wir darauf Zugriff bekommen haben. Und die leben alle irgendwie 1998. Okay, als Feedback ist es also ein akademischer Effort, kein Consulting Assignment. Frage. ARM V8 relies on UEFI random before initializing kernel address randomization, layout randomization. Do you think that relying on bootloader is better for operating system than trying to solve random problem with ugly means? Denkt ihr, es ist besser, auf ein, in einem Bootloader Zufälligkeit zu erzeugen, als dunkle oder schwierige Operating System Means zu employen? Yeah, I mean, I guess that depends on, Antwort? Well, on your design model. For example, ich glaube, es kommt auf dein Designmodell an. Have a bootloader that's also du bräuchtest einen standardisierten Bootloader, der überall, wo man das System anwendet, funktioniert.
then you're left without a random number generator. So also, wenn das im Bootloader ist, ist das Problem, dass zum Beispiel viele Embedded Systems andere Bootloader verwenden. You can make some assumptions about hardware. Roughly looks like this, roughly as also in der General Purpose World, also bei Computern, die Menschen benutzen, kann man bestimmte Annahmen machen. Aber in der Embedded World gibt es leider sehr, sehr viel Diversität, sodass es besser ist, in jedem Software-Teil einen Teil, in jedem Software-Teil optionale Zufälligkeit zu implementieren. Can we rely on the manufacturer which makes a small device without random number sources to put to feed the device by random input during the manufacturing könnten wir uns auf einen Hersteller verlassen, der dann irgendwie im Herstellungsprozess einen Zufallsprozess implementiert und den mit reinbaut? Antwort: Ja, das ist im Prinzip ein Seed-File. Und das habe ich auch in den Slides erwähnt. Then that might be wenn man pro Firmware Image ein Seed File well macht, dann kann das funktionieren, aber leider hängt das sehr stark davon ab, wie gut der Verkäufer das überhaupt versteht. Kind of. Und da gibt es auch sehr schlechte Beispiele. Solution, but yeah, that depends on the vendor whether they do it well. Thanks you. Thank you. Okay, we have time for one short last question. Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. You have three pretty bad examples here. You have a broader field. Oder ihr habt drei ziemlich schlechte Beispiele hier. Aber habt ihr auch ein breiteres Bild dieses Feldes? Gibt es da auch gute Beispiele? Antwort: das wir euch gezeigt haben, ist das Beste. Okay, thank you very much. A warm round of applause for them again, please. Okay, vielen Dank fürs...